Hallo, liebe Freunde der virtuellen Zeitverschwendung, willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Dust an Elysian Tale, ein Titel, der ursprünglich in jahrelanger Kleinarbeit von einem einzigen Mann, ich vergöttere diesen Kerl, Xbox 360 rauskam. Er hat damit Preise abgeräumt, alles Mögliche. Es wurde dann adaptiert und ist dann seit 2013 auch für Steam erhältlich, auf dem ich das Ganze jetzt spiele. So, ja, was ist das? Das ist eigentlich ein Sidescroller-Rollenspiel und wer Furry-Wesen, also Tiergestalten mag, der wird an diesem Spiel ganz besonders seine Freude haben. Aber ich will gar nicht lange rumlabern. Das ist meine Art Beistunde. Wir nehmen mal den hier, fangen einfach neu an und ich denke mal auf Stufe Normal, das ist mehr als genug. Und viel Spaß mit Dust in Elysian Tale. Our world has fallen to fade. Its great works long since complete. Its storied civilizations long since fallen to dust. The greatest legends of Elysium long since forgotten. What was once a land of promise has fallen to the ravages of war. And it was in this, our most desperate hour, that the greatest of Elysian tales began. The lone warrior stood against an army, slashing his way through all who opposed him. The mob stood no chance, and the soldier showed no mercy. But despite his victories, his skills, his ruthlessness, the valiant soldier would perish on this day. Not to the mob, but to a single child. Dust. Dust. Arise. What are you? Only that which you have summoned. Summoned? How? For what purpose? That I do not know. But we shall learn in time. Now rise and claim the blade of Ara. Stop! Stop right there! And who is she? Me? I'm Fidget, Guardian of the Sword. So, wir sind auch direkt im Spiel drin. Wie ihr schon hört, das gesamte Spiel ist auf Englisch synchronisiert. Ich spiele die deutsche Version, also haben wir zumindest mal deutschen Text. Dementsprechend werde ich mir verkneifen, alles vorzulesen. Ja, wie man anfangs gesehen hat, wohl ein einzelner Mann hat eine gewaltige Armee oder vielmehr Unschuldige umgebracht. Das waren nach der Silhouette wohl wir. Jetzt wachen wir hier mitten im Wald auf, haben keinen Peil von nichts und das Schwert von Ara fliegt auf uns zu und sagt, wir haben das gerufen. Und jetzt kommt hier die gute Fidget angeflogen und sie behauptet, sie ist die Hüterin des Schwertes. Ja, sie ist mir nicht aus wie eine Hüterin, der Name ist Fidget, was eigentlich. So, erstmal ein bisschen. No offense, but aren't you a bit, well, small. Erstmal die Charaktere ein bisschen ärgern. For a guardian, I mean. Hey, I just look after that thing. After 200 years, nobody expects the sword to just fly off and start, you know. Oh, I'm kind of wishing somebody told me this was part of the job description. Or maybe they did, and I just wasn't paying attention. Yeah, that happens sometimes. Ich finde, bei diesem Spiel ganz besonders fantastisch sind wirklich Dialoge zwischen den einzelnen Charakteren. Die sind teilweise sogar recht lustig angehaucht. Also, es lohnt sich immer wieder, den Charakteren zuzuhören. So, was ist eigentlich für ein Schwert?
So, what is this sword? I am the Blade of Ara, and you, Dust, are my fated sword-bearer. Yes, well, that's all great and everything, but I think it's about time I got this sword back to the clan. I can't let you just leave with this sword, Fidget. Right now, it's the only thing that knows who I am. I don't even know how I got here. Well, then you leave me no choice. I challenge you! The winner gets the sword! Sie fordert mich heraus zu einem Kampf. Das finde ich sehr knuffig. Sie ist ein kleines Känguru-Fledermaus-Ding und ich bin ein Kämpfer mit dem dicken Schwert in der Hand. Ja, was machen wir denn? Ach komm. Well, I... Alright, alright, you win. But don't think I'm leaving empty-handed. I'm coming with you. But, I really need the sword back when you're done doing, you know, whatever it is you're doing. What exactly am I doing, Ara? The answers you seek lie to the east. There is a path through the glade that leads down the mountainside, and from there you will find a village. That is your first step. Then will you give me the sword? I really need to get it back home before anyone notices it's... Ja, Fidget hat Probleme. Das steht wohl jetzt außer Frage erstmal. When I find out just what it is I'm supposed to do with it, it's all yours, Fidget. Come on, let's go. So, dann kann's jetzt losgehen. Bewege dich mit Left and Right. Ja, da dieses Spiel ursprünglich ja für die Xbox gedacht ist, unterstützt es natürlich auch den Xbox 360 Controller. Den ich bedauerlicherweise nicht besitze. Ich spiele jetzt... ein Schlüssel. Haha. Ich spiele jetzt über einen anderen Controller und mit Hilfe eines zusätzlichen Programms, das die Tastatur dann, ich sag mal simuliert. Aber ansonsten, wie gesagt, das ist auch mit dem Xbox 360 Controller oder mit der Tastatur oder mit Tastatur plus Maus spielbar. So, ganz normal. Mit links und rechts bewegen wir uns. Hoch und runter. Hoch können wir gucken. Runter uns bücken. Hier können wir einen Standardangriff ausführen. Hier springen wir und der Rest ist noch unbenutzt. Kisten, Wald, kleine Hoppelhäschen. Also die Lichtung. Ha! Sehr, sehr schön. Zum Springen, Numpad 2 drücken. Ja, das machen wir auch klar. Zack. Bin wie fürs Springen geboren, wie man sieht. Up and down zu drücken, nach oben und unten zu blicken. Ja, ja, ja. Ich bin, also ich spiele dieses Spiel nicht blind. Ich habe es bereits gespielt. So, warum geht's jetzt nicht weiter? Blöd. Bin ich denn doof? Ah, jetzt. Ich habe es bereits einmal durchgespielt, wie man ja an dem, meinem alten Speicherstand gesehen hat. Von daher weiß ich ein klein wenig, was ich tue. So, ein Heilungsobjekt wurde in der Schnellauswahl gelegt. Drücke zum Heilen H, also bei mir der belegte Knopf, oder organisiere dein Inventar, indem du Back drückst. Ja, das können wir mal gucken. So, willkommen im Inventar. Von diesem Bildschirm aus kannst du die Ausrüstung und die Objekte verwalten. Bei schwacher Gesundheit, siehe grüne Leiste im HUD, kannst du der Schnellauswahl ein Heilobjekt zuweisen und es im Spiel mit H verwenden. Über die kontextabhängigen Steuerungen unten auf dem jeweiligen Bildschirm stehen dir weitere Optionen zur Verfügung. Ja, also hier sind wir jetzt ganz klein in unserer Schnellauswahl. Da haben wir derzeit nur ein geheimnisvolles Wandhuhn. Das komplett gekocht und gewürzte Huhn steckt in einer Wand. Ist recht. Okay, seine Herkunft ist unbekannt. Ha, es reimt sich. Gibt uns plus 80 Gesundheit. Derzeit haben wir eh nur 65 von 80. Also ist das nicht so viel. So, Objekte, Rüstung ist alles noch recht leer. Außer den Schlüssel, den wir eben gefunden haben. Hat schon wahrscheinlich zeigen wollen. Können wir durchgehen. Hier haben wir die Karte. Hier kannst du sehen, welche Bereiche die aktuelle Region du schon erforscht hast. Außerdem macht dich die Karte auf Schätze in der unmittelbaren Umgebung aufmerksam. Ja, nehmen wir mal so hin. Also, Schätze bedeutet, dieser unausgefüllte Kreis, der jetzt momentan da ist, zeigt an, dass in diesem Kartenbereich noch ein Schatz ist, den ich nicht erkundet habe. So ist es. Dann das ganz klassische. Hier neben müssen wir hin. Das Ziel ist markiert. So. Ja, jetzt bin ich so zurückgegangen. So. Dann wollten wir hier hin. Den Charakter.
Hier kannst du deinen Levelaufstieg erhalten, Kampfkunststeine zuweisen und deine Attribute zu verbessern. Beachte bitte, der Abstand zwischen dem höchsten und niedrigsten Wert darf maximal 4 Steine betragen. Ja, ich habe ja gesagt, das ist ein Sidescroller-Rollenspiel. Also mit jedem besiegten Gegner bekommen wir auch Erfahrungspunkte und können dementsprechend ein Level aufsteigen. Es hat dann leider wieder schon Stand die Begrenzung, dass wenn wir jetzt, sagen wir, die Gesundheit auf 4 hochpowern, es nicht weitergeht, bevor wir die anderen nicht hoch haben. Leider. Das nimmt uns ein bisschen die Individualität, aber das ist nicht so dramatisch. Den Rest vom Inventar zeige ich gleich. Oder vom Menü. What is it, Fidget? Well, my kind has what you'd call a sixth sense. And there's something just ahead. So, ah. Fidget gibt dir Bescheid, wenn sich in der Nähe ein Schatz befindet. Mit M rufst du die Karte auf. So. Kann ich hier direkt reingehen, wie gesagt. Jetzt können wir hier mal gucken. Könnte ich hier runter? Nein, konnte ich nicht. Also heißt es erstmal weitergehen. Ah, eine neue Fähigkeit. Spurt verfügbar. Drücke mit Z und U. Beim Spurten verbrauchst du Energie. Dein Energieniveau wird dir durch die brennende weiße Leiste im Hau dir angezeigt. Jetzt können wir Spurt. Uhu. Ja, hier. Das Mega King. Sehr schön. Zack. Kannst du nach unten fallen lassen. Halte Daumen gedrückt, in die Hocke zu gehen und drücke Numpad 2. Zack. Aha, eben ging das nämlich schon nicht. Wir lassen es mal weiterfallen. Hier kann man was kaputt machen. Attacke. So, eine Notiz hinzugefügt. Willkommen im Missionstagebuch. Hier kannst du dir aktive und abgeschlossene Missionen ansehen. Außerdem bekommst du etwaige Notizen angezeigt, die du gesammelt hast. So, Notiz über den Schatz. In alten Zeiten wurden unsere größten Schätze und unsere treuesten Verbündeten mit mächtiger... wie ganz schön da? Jetzt bin ich ja gerade mal eins zu weit. Das, ja, hätte ich es vorlesen sollen, aber ist ja gerade mal... nicht so dramatisch. Ah, ich komme gerade mal ein bisschen durcheinander mit meiner Steuerung. Das ist ja höchst faszinierend. So, jetzt haben wir es doch. So, nochmal. In alten Zeiten wurden unsere größten Schätze und unsere treuesten Verbündeten mit mächtiger Magie weggesperrt, die weit über unser Verständnis hinausgeht. Der einzige Weg, diese verlorenen Schätze wieder in unsere Hände zu bekommen, besteht im Einsatz der magischen Schlüssel, die über die ganze Welt verstreut sind. Ich hoffe nur, dass wir genug Zeit haben, sie alle zu befreien. Ja, gut. Nehmen wir mal so hin. So, unsere aktuelle Mission, Staub zu Staub. Du bist auf einer kleinen Lichtung im Gebirge erwacht, ohne Erinnerung an deine Vergangenheit. Eine uralte magische Klinge, Ara, und ihr Wächter Fidget sind zu dir gekommen. Da es keinen anderen gangbaren Weg gibt, ist die Straße nach Osten die einzige Möglichkeit. Wenn ich gerade schon durchgegangen bin, Materialien haben wir auch noch keine, das kommt später, und unsere Statistik, wir sind seit 11 Minuten dran, haben 2% Gesamtfortschritt und so weiter und so weiter. Und da haben wir auch schon unsere erste Kiste. Alright, we found a chest. Correction, we found a locked chest. Well, what are you waiting for? Smash it open. That would be unwise, Dust. These chests are protected by arcane locks from the last era and are well beyond my capabilities. I suppose we'll need a key then. Wir brauchen einen Schlüssel. Zum Glück haben wir schon einen gefunden. Also machen wir die Kiste mal auf. So, jetzt kommt ein kleines Minispiel, um die Truhe zu öffnen. Es sind einfach die Knöpfe oben, unten, links, rechts. Und das sind das möglichst schnell, bevor die Zeit abläuft. Tada! Geöffnet. Items. Items. Wir haben Geld gefunden und wir haben noch weitere Früchte gefunden. Plus 40 Gesundheit und plus 20 Gesundheit. Naja, wir halten uns erstmal das Obwohl, bevor wir hier unser gutes Verbrauch... So, was haben wir denn hier noch gefunden? Stein der Wiedergeburt. Ein Stein, der angeblich einen gefallenen Krieger einmalig wiederbeleben kann. Sozusagen die zweite Chance. So immer gut. So, wir nehmen aber erstmal die hier. Wir müssen ja nicht gerade das Beste verballern, was wir haben. Und wie wir jetzt auch oben rechts an der Karte sehen, wir haben den Schatz in dieser Region geborgen. Also gibt es hier nichts mehr. Aber es geht noch runter, aber da können wir jetzt noch nicht hin. Also, ich finde die Grafik so genial gemacht bei diesem Spiel. Diese Comic-Grafik, die passt wirklich. Ist einfach wunderschön gemacht. Ich kann es nicht anders sagen.
War ja klar. Sehr gut erkannt, Fidget. Calm yourself, Fidget. Dust. Focus. Remember what you've learned thus far. No, no! Mash the buttons! Do something! Hysterisches Vieh. So. Aber schön draufgekloppt. Nobody said anything about monsters. Strange. Where did I learn these skills? You wield the blade of Ara, and with it, all the skills imbued therein. Hello? Monsters? Is that why I summoned you? To control this power? It is unlikely, Dust, that I would awaken from my slumber for such selfish reasons. There is a village beyond these woods. Perhaps finding it will aid in restoring your memories. And then we'll be in the clear, right? No more monsters? Fidget, I think things are about to get a whole lot worse. And to think, this morning started off so well. At least take these feeble fruits. Something tells me you're going to need them.